Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sternchen-Suppenküche. Ich werde heute ein Rezept kochen, das zum Herbst gehört, wie das Ei zum Omelett, keine Ahnung, nämlich Kürbissuppe. Und ich habe meine Kürbissuppe eigentlich immer so gemacht, dass ich einfach ein Hokkaido genommen habe, ihn klein geschnitten habe, in einen Topf gehauen mit ein bisschen Wasser, ein bisschen Gemüsebrühe und fertig. Manchmal habe ich noch ein bisschen Schärfe hinzugegeben durch eine Chili oder zwei oder drei oder so oder irgendein scharfes Gewürz. Aber ansonsten habe ich den Hokkaido eigentlich vom Geschmack her so gelassen, wie er ist. Jetzt wurde mir kürzlich per E-Mail über einen Newsletter, wir hatten es gerade Anfang der Woche davon, ein Kürbissuppenrezept zugeschickt, das so ein bisschen noch mehr hinzufügt. Also da kommen noch Kartoffeln dazu, Karotten hatte ich glaube ich auch schon mal welche drin, und Pflanzenmilch sowie etwas Tahini. Und das fand ich dann wieder interessant und ich dachte, Mensch, das ist vielleicht auch ein bisschen spannender hier für das Format, als wenn ich einfach nur einen Kürbis in den Topf klatsche. Deswegen werden wir jetzt dieses Rezept mal ausprobieren. Das Rezept bzw. der Newsletter ist von Verena Hirsch. Ich werde euch ihre Seite auch nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Sie ist auch oft auf den sozialen Medien zu finden, was Ernährung, vegane Ernährung oder auch saisonale Ernährung angeht. Das finde ich sehr interessant, deswegen hatte ich mich damals für den Newsletter angemeldet. Und das ist tatsächlich auch einer, den ich regelmäßig lese. Man wird nicht zugespammt mit jeden Tag oder jede Woche irgendwelche E-Mails. Und ich glaube Ende September war das, ja, am 24. September kam die Saisonpost mit dem Kürbissuppenrezept, das wir jetzt ausprobieren werden. Genau, also hier steht Zutaten für zwei Portionen. Wenn ich mir aber anschaue, dass da 500 Gramm Kürbis, 200 Gramm Kartoffeln, 200 Gramm Karotte und nur 500 Milliliter Flüssigkeit, kommt mir jetzt fast ein bisschen wenig vor, muss ich schauen, reinkommen, ist es, glaube ich, für zwei Portionen fast ein bisschen wenig, wobei ich ja selbst auch einen ganzen Topf Suppe alleine essen kann. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie viel das gibt. Ich habe gerade noch meinen Topf gespült, da war noch ein Topf drin von gestern. Ich habe gestern meinen Rosenkohleintopf gemacht, den ich sehr lecker finde. Vielleicht zeige ich euch den auch irgendwann mal noch. Es gibt so viele tolle Sachen, die ich euch zeigen könnte. Aber irgendwie ist dieses Format so ein bisschen in die Richtung zu einem Ausprobierformat geworden. Also ich glaube, ich habe einmal ein Rezept gezeigt, das ich schon kannte. Und ansonsten waren es nur improvisierte oder Ausprobierrezepte. Muss mal schauen, wo das Ganze hinführt. Das ist mein Held der Stunde. Mein geliebter Hokkaido ist übrigens mein Lieblingskürbis. Ich habe schon, also Butternut hatte ich auch schon ein, zweimal. Ich hatte auch schon Spaghetti-Kürbis, da liegt auch noch einer in meiner Schale. Aber irgendwie komme ich immer wieder zum Hokkaido zurück. Und ich finde, er ist halt auch mit der einfachste im Handling, weil man muss ihn nicht schälen. Und er schmeckt halt auch ziemlich gut. Also manchmal mache ich auch gerne irgendwie Kürbisspalten einfach im Ofen und dazu ein schöner Dip. Das reicht mir dann auch schon zum Glücklichsein. Und ich habe letztens im Rewe-Prospekt, also Rewe hat ja manchmal solche Rezepthefte ausliegen, und da war ein Rezept für vegane Kürbiscarbonara drin. Und das werde ich definitiv demnächst auch noch ausprobieren. Aber jetzt suchen wir uns erstmal die Zutaten zusammen, bevor ich hier... Fun Fact, beziehungsweise nicht so fun, ich habe hier meine angetrockneten Karottenstückchen reingestellt in Wasser, weil damit werden sie ja wieder schön knackig. Habe aber nicht bedacht, dass die dann ja auch an Formen dazu gewinnen und jetzt kriege ich sie aus dem Glas nicht mehr raus. Also wenn ihr wissen wollt, wie man es nicht macht, schaut Sternchen kocht oder Sternchenküche. What you need? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could. Also eine Knoblauchzehe hole ich noch dazu und dann geht's los mit Schnibbeln. Nach meinem kleinen Knoblauchdrama vom letzten Mal werden dieses Mal nur, also eigentlich eine Zehe, aber die ist etwas klein. Deswegen nehme ich die kleine noch dazu. Nur eine geringe Menge an Knoblauch verwendet. Also ich muss sagen, es war schon wirklich ultra knoblauchig. Und dadurch, dass ich den ganzen Topf im Laufe der zwei Tage gegessen habe, war das schon etwas unangenehm.
Mir ist gerade eingefallen, dass ich gleich eh alles püriere, also brauche ich es auch gar nicht so klein schneiden. Doofes Sternchen mal wieder. Ich möchte übrigens furchtbar weinend wieder nochmal hinzufügen, wenn ich Rezepte von anderen Leuten ausprobiere und diese Personen erwähne, ist es nur, weil ich deren Ideen, Schatz und Geistesreichtum, wie man auch immer das nennt, schützen möchte und nicht, weil ich dafür bezahlt werde. Also ich stehe in keinerlei Kooperation zu diesen Personen oder Institutionen oder was auch immer dahinter steckt. Ich bin nur ein Fan und probiere die Sachen aus, die optisch mich etwas überzeugt haben und versuche herauszufinden, ob sie kulinarisch mich auch überzeugen. Das hat nichts mit irgendeiner Kooperation oder dergleichen zu tun. Möchte ich nur noch hinzugefügt haben. Aber ich werde es auch unten in der Beschreibung ergänzen, damit das alles seine Richtigkeit hat. Ich verdiene hiermit kein Geld, leider. Gramm Kürbis war erschreckend wenig, also ich habe hier noch so viel übrig. Das wird dann wahrscheinlich zu meiner Carbonara verarbeitet. Ich weiß nicht genau, wie viel da reinkommt. Die anderen 500, also die 500 Gramm habe ich in den Topf geschmissen. Das wird jetzt geköchelt. Im Rezept steht, man könnte es auch im Ofen zubereiten für die Röstaromen. Und ich glaube auch, dass es ziemlich geil schmecken kann. Allerdings bin ich in Anbetracht unserer steigenden Energiepreise nicht gewillt, für sowas dann in den Ofen anzuschmeißen. Glaube ich. Wenn das Ganze jetzt geköchelt hat, es steht 30 Minuten im Ofen, ich nehme an, die Zeit im Topf ist ähnlich, so 20 Minuten, 25 wird es auf jeden Fall dauern. Kürbis wird ja relativ schnell weich, der Hokkaido zumindest. Bei Kartoffeln muss ich jetzt mal gucken, ich habe es ja etwas kleiner geschnitten. Und dann wird es püriert und Brühe und Milch kommen dazu und die Gewürze. Allerdings habe ich jetzt schon doppelt so viel Wasser rein, wie Brühe rein soll. Einfach, weil ich es halt koche und nicht im Ofen zubereite. Aber das wird sich zeigen, wie dick die Suppe bis dahin ist. Weil wenn ich das Ganze püriere, Kürbis und die Kartoffeln geben ja relativ
Sämigkeit her, würde ich sagen, kommt vielleicht dann doch noch mal ein bisschen Wasser mit rein. Jetzt warten wir erstmal ab, bis das Ganze fertig weich ist und dann geht's weiter. Sehr cremig. Das Pürieren war etwas eine spritzige Angelegenheit. Ich hatte noch mal etwas Wasser dazu gemacht, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass sie sehr, sehr dick ist, wenn ich nur das Kochwasser nutze. Und ich hatte auch schon ein bisschen mehr Milch dazu gegeben. Also ich habe Sojamilch genommen. Und trotzdem war sie noch sehr dick. Deswegen habe ich dann auch noch mal ein bisschen Wasser dazu. Und ich habe zum Schluss noch mal zusätzlich püriert, damit sich das Tahin oder Tahini noch mal besser verteilt. Also die Optik ist phänomenal, also guckt euch diese Farbe an. Ich bin nicht da, fokussiere auf die Suppe. Dann würde ich sagen, probieren wir es einfach mal. Ich habe ja fast die Befürchtung, dass es zu viel Tahin war. Da stand 2 Esslöffel. Ich habe einen wirklich krass gehäuften Esslöffel gemacht, anstatt 2, was irgendwie aufs Gleiche rauskommen sollte. Aber es ist nun mal ein Mousse, das wahrscheinlich sehr viel Geschmack abgibt. Och, guckt euch diese Cremigkeit an. Guckt sie an ohne mich. Ja. Jetzt wird es unscharf, weil es dampft. Ja, also man könnte schon noch ein bisschen Flüssigkeit reinmachen. Das ist schon sehr, sehr dick. Es ist sehr lecker. Mh. Also es schmeckt schon sehr nach Sesam, also nach Tahin, aber irgendwie kommt der Kürbis doch ein bisschen durch. Ich glaube, wenn ich die das nächste Mal mache, mache ich ein bisschen weniger Tahin rein, aber nicht so viel weniger. Also einen Esslöffel kann man da schon reinmachen. Es gibt dem Ganzen halt nochmal eine ganz andere Note. Also ich finde sie echt gut. Man könnte das Ganze jetzt noch, wie es im Rezept steht, mit ein paar gerösteten Kürbiskernen und Kürbiskernöl garnieren und das Ganze dann etwas dinnertauglicher machen. Ich habe das jetzt ja nur für mich gekocht, da brauche ich das nicht unbedingt. Man kann das anscheinend auch noch mit Kichererbsen toppen. Ich könnte mir da jetzt auch vorstellen, irgendwie so ein bisschen angerösteten Räuchertofu oder so drauf zu schmeißen. Also so ein paar Würfelchen. Brot passt mit Sicherheit. Passt mit Sicherheit dazu. Ich glaube aber, ich würde keins dazu essen, weil es mir eh schon dick genug ist. Aber geschmacklich finde ich die echt gut. Also das ist definitiv besser als die Knoblauchsuppe letztes Mal. Und ich glaube, das ist die interessanteste Kürbissuppe, die ich je gegessen habe. Eben wegen der Sesamnote. Das ist richtig cool. Okay, also ich würde sagen, mal ein etwas anderes Kürbissuppenrezept und es ist geglückt, ich bin zufrieden. Also ich würde dem Ganzen noch keine 10 von 10 geben, weil es noch ein bisschen Verbesserungspotenzial hat. Man kann noch ein bisschen verfeinern, vielleicht tatsächlich mit Kürbiskernöl
ein bisschen weniger Tahin rein. Vielleicht, das mag ich auch sehr gerne, ein bisschen Schärfe rein, also entweder mit einer Chili oder so oder auch mit einem scharfen Gewürz. Das werde ich nächstes Mal ausprobieren, das noch ein bisschen aufzupeppen von der Schärfe her. Aber ich denke, eine 8 kann ich vergeben. Ich finde sie echt gut. Und ich werde mir diese restlichen Teller, also den ganzen Topf nicht, weil sonst liege ich im Fresskoma, aber den restlichen Teller werde ich mir jetzt, denke ich mal, zu Gemüte führen und werde es genießen und freue mich jetzt schon drauf, morgen den ganzen Tag Suppe zu essen. Vor allem, wenn ich im Homeoffice bin, mache ich das teilweise echt gerne. Also, dass ich mir einfach so einen großen Topf voll Suppe koche und das esse ich dann irgendwie so den ganzen Tag über. Ja, ich weiß, ich bin verrückt. Das war jetzt mein etwas anderes Hokkaido-Kürbissuppenrezept. Ich muss mir mal noch überlegen, was ich nächste Woche mache. Nein, ich hatte noch eine andere Idee. Okay, ich hatte noch eine andere Idee, die war tatsächlich auch von diesem Gesundkochen-YouTube-Kanal. Und es war total fancy. Und ich glaube, die mache ich nächste Woche. Weil es dazu auch von meiner Seite eine kleine Hintergrundgeschichte gibt und das fände ich richtig interessant, das auszuprobieren. Das hatte ich jetzt fast vergessen. Cool. Okay, dann freut euch nächste Woche wahrscheinlich auf eine fancy Suppe und am Montag auf die letzte Kategorie meiner Ausmistreihe. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil es nämlich dann abgeschlossen ist und ich kann mich neuen Themen und neuen Formaten und allem widmen. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, entweder für Sachen, die ich mal ausprobieren könnte in meiner Küche oder auch was mit Minimalismus zu tun habt, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt oder irgendwelche Sachen, die ihr gerne mal sehen würdet oder womit ich mich auseinandersetzen könnte, schreibt das mir gerne in die Kommentare. Also ich kann nicht versprechen, dass ich alles umsetzen werde, aber ich werde mir auf jeden Fall alles anschauen und mir Gedanken dazu machen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Es war dieses Mal ein richtiger Erfolg. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren und wenn ihr Kürbis und Tahini mögt, dann probiert auf jeden Fall diese Suppe aus. Und wir sehen uns dann nach einem hoffentlich wunderschönen Wochenende, das ich euch genauso wünsche wie mir, am Montag wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.